Thema Detox bzw. die Entgiftung ist ja eins, was im Frühling ganz, ganz groß geschrieben wird und was dir wahrscheinlich jetzt aus verschiedenen Magazinen überall entgegenspringt. Im Ayurveda hat das Entgiften einen ganz, ganz hohen Stellenwert und das wird sehr ganzheitlich angegangen. Warum ist die Entgiftung so wichtig im Ayurveda? Im Ayurveda gehen wir davon aus, dass alles, was in unseren Körper gelangt, natürlich eine Auswirkung auf unseren Körper hat. Ob das die Ernährung ist, die Luft, die wir einatmen oder die Getränke, die wir zu uns nehmen. Zeitgleich ist das auf der mentalen Ebene genauso. Also all die Gedanken, all die Eindrücke, die wir täglich so erleben, haben eine Auswirkung auf uns. Und natürlich muss unser Körper wie auch unser Geist das irgendwie transformieren, verstoffwechseln und da etwas draus machen. Und da nicht alle Dinge, die wir aufnehmen, immer uns gut tun, kann es sein, dass unser Körper da, wie sagen wir mal, Rückstände entwickeln kann. Die nennen wir im Ayurveda Ama. Das sind giftähnliche Stoffe, die einfach bei uns im Stoffwechsel, in den Zellen, im Verdauungstrakt bleiben. Und der Ayurveda möchte hier einfach durch sanfte Techniken dafür sorgen, dass sich diese Rückstände gar nicht erst aufbauen, beziehungsweise wenn sie etwas da sind, was bei uns im modernen Leben immer mal wieder passiert, dass wir die gut ausscheiden können und so in unserer Gesundheit und in unserer Balance bleiben können.